Yo, servus Leute! Wir sind wieder back on the road! Und ich habe wieder mal keinen Plan, wo ich gerade bin. Na Mädel, nicht renn mir vors Bike. Wir fahren darüber. So. Ja, was habe ich denn heute Schönes vorbereitet? Servus. Ja, ich hoffe, euch hat mein Bikeporn gefallen, den ich da so kurz gezaubert habe während den Regentagen. Ich habe mir gedacht, ich muss mich auch mal bei der Community, bei der geilsten Community, muss man schon dazu sagen, bei der geilsten Community muss ich mich auch irgendwann einmal revanchieren. Und ich mache das in Form von einem Bikeporn natürlich. So ein geil. Ach, diese Spiegelung ist so geil. Geil. Wie ihr wahrscheinlich alle gesehen habt, habe ich jetzt die Chromscheinwerfer drauf. Ich freue mich so extrem. Also ich finde, es schaut urgeil aus. Es hat die Maschine total aufgewertet. Ich brauche jetzt noch Beilagsscheiben, weil das Ganze wackelt noch ein bisschen. Aber das ist jetzt nicht, weil es nicht hält, sondern weil die Schrauben einen Tick zu lang waren für die Distanzhüllen. Und wo gehöre ich hin? Ah, eh geradeaus. Ja, ich bin richtig. Und wie Sie ja sehen könnt, das ganze Ding da vorne scheppert sich noch ein bisschen ab. Das mache ich dann, wenn ich heimkomme. Ist jetzt, da ich es selber montiert habe, weiß ich, es ist nicht tragisch. Also es wird mir jetzt dann nicht runterfallen. Ich habe auch alles mit Schraubenkleber fixiert, also die Schrauben drehen sich auch nicht raus oder lockern sich irgendwie. Oh, Ferrari. Na, vielleicht gehen wir da mal shoppen, ha? Somit, meinen eigenen Händen vertraue ich da schon ein wenig. Jetzt wäre es lustig, wenn es einfach runterfallen wird. Oh, ich warte ja eigentlich nur drauf. Nein, also ich habe schon ein bisschen ein mechanisches Geschick. Und das traue ich mal schon zu, dass ich vier Schrauben anknallen ist gut. Ich habe sie festgeklebt mit Schraubenkleber. Das ist schon nice, finde ich. Ein bisschen blenden tut mich das Chrom. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, dass vor mir etwas ist, das irgendwie so blendet, weil alles matt ist vorne bei der Speed Triple. Und jetzt habe ich das Chrom und das haut mir einen Lensflare in den Helm hinein. Wunderbar. Für mich scheint jetzt immer doppelt und dreifach die Sonne. Aber ich finde es geil, Leute. Außerdem heute, schaut euch den Tag an. Morgen soll es wieder regnen. Aber heute scheint mir die Sonne im wahrsten Sinne aus dem Arsch. Na komm schon, mir tut die Hand schon vom Kuppeln weh. Ich habe mir gedacht, die schaltet eh gleich um. Oh, die schaltet nicht gleich um. Da kann ich noch gediegen auskuppeln. Als Biker ist man ja generell der Coolste irgendwie. Und diese Kreuzung, ich glaube, das ist die beschissenste Kreuzung in ganz Wien. Das ist nämlich echt so dämlich gemacht. Zwei Spuren und ich muss da jetzt rüber. Also, ich kann immer nur warten, bis die Leute stehen geblieben sind, weil sonst kommt man da nicht rüber. Was wird das? Super Leistung. Alter, wirklich? Wow! Es springt sich weg, die Maschine. Das ist ja ein cooler Motovlog. Die Geschichte ist die, ich muss den Motovlog heute aufnehmen, weil wie gesagt, morgen scheiße Wetter. Was ist da? Alter! Hey, ganz ruhig, Baby. Ich reite dich eh nicht so arg her.
Ich höre ja schon auf zum Gas geben. Ja, das Licht wackelt schon extrem. Also da muss ich wahrscheinlich zwei Beilagsscheiben, drei Beilagsscheiben noch reinlegen, dass ich die Spannung nachher von den Schrauben praktisch habe. Aber ja, das war fast zu erwarten. Ich habe es ja vorige Woche montiert, die Lichter, und konnte die dann nicht ausprobieren. Nein, nicht fahr jetzt. Und ohne Blinker, und er fährt einfach, er sieht mich und fährt einfach. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, bei dem herrlichen Wetter, da kann man schon mal einen Motovlog drehen. Das kann man schon machen. Ja, Leute, es tut mir urleid, ich bin total unvorbereitet, wie immer. Also bei mir ist mir das ja fast schon gewohnt auf meinem Kanal. Weil die richtigen Themen mag ich mir dann aufheben, wenn es wieder schöner ist, wenn ich nicht da durch Wien fahren muss. Aber es tut sich sehr viel auf meinem Channel, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und ich habe jetzt angefangen, so Community-Projekte, eine Playlist zu erstellen. Da werde ich jetzt immer wieder so Umbauten von meinem Bike reingeben. Ja, es haltet schon noch. Gelockert hat es sich noch nicht. Also das, so viel dazu. Ich hätte halt gern, dass ihr da ein bisschen mitwirkt in den Kommentaren und mich da ein wenig unterstützt. Weil ich finde das eine coole Geschichte. Ihr könnt bestimmen, wie das Bike ungefähr nachher im Endeffekt aussehen wird. Und ich finde das ziemlich cool, weil ich schlage euch die Dinge vor, die mir eh alle gefallen und wo ich selber unentschlossen bin. Dann bekomme ich eben so geiles Feedback, so wie das bei den Clip-On-Lenkern. Habe ich zum Beispiel nicht gewusst, dass man schauen sollte, dass die Schellen eine gewisse Breite haben. Weil, wenn die Schellen zu klein sind und man kippt mit der Maschine und die fliegt am Lenker, kann man sich die Frontgabel komplett zerstören. Was bei so einer Ölinsgabel dann schon... Was bei so einer Ölinsgabel dann schon gar nicht so leiwand wäre. Ich glaube, da würde ich zum Weinen anfangen. Und warum wirst du jetzt so heiß eigentlich? Ich meine... Ja, ich meine kühler mal, aber... Ja, das habe ich gar nicht so unwesentlich gefunden, weil diesen Faktor habe ich zum Beispiel bei den Clip-On-Lenkern überhaupt nicht bedacht. Boah, die wird warm, ey. So heiß ist ja die seit dem Sommer voriges Jahr nicht mehr gewesen, die Maschine. Vielleicht haben wir ein bisschen wenig Kühlflüssigkeit drin. Ja, ich habe jetzt da keine Lust zum Durchfahren irgendwie. Meine Webseite wird jetzt auch bald fertig, also die mache ich dann wahrscheinlich nächste Woche fertig, wenn es sich ausgeht. Ich stehe ja da jetzt schon eine gefühlte Viertelstunde, hey. Schieb dann Mini um die Kurve. Das ist mir auch aufgefallen in Wien. Sobald man einen Mini sieht, schaut es, dass so schnell wie möglich wegkommt. Das ist wirklich schlimm, das ist echt schlimm. In den riesengroßen Spiegel sieht ihr nur meine zwei runden Scheinwerfer. So, das war es eigentlich schon wieder für heute. Kurz ein paar Themen angerissen und... Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis nächsten Donnerstag. Euer Galliard. Bye. So. Ciao.